Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Okay, hier ist der Skyline. Hier ist der fiese Fettsack. Ja, der fiese Fettsack. Ja. Und da haben wir, ja. Wir sind da angekommen, was wir schon am Anfang prophezeit haben. Wenn ihr das letzte Duell gesehen habt, dann habt ihr meinen schmerzhaften Untergang. Obwohl, es war ja eigentlich so schmerzhaft, ne? Kurz und schnell. Drei Runden, glaube ich. Ja. Das andere Deck jetzt mal genommen. Ein Mecha-Phantom-Ungeheuer-Deck. Was noch nicht fertig ist, ich habe es mir auf einen Schlag mal so jetzt zusammengesucht. Und willst einfach mal so ein bisschen ausprobieren, was vielleicht noch fehlt, was noch gemacht werden kann. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Er hat immer noch das andere Deck. Ja, Kriegerdeck. Das Kriegerdeck. Ich habe mir ein paar zusammengesucht hier, von denen hier auch schon. Aber halt nur, ich sammle so Synchros und Exit, sammle ich nur halt, was halt wirklich auch ins Deck passt halt, ne? Ich nehme jetzt nicht irgendwas, was halt einen guten Effekt hat, das bin ich nicht so ein Fan von. Ich halte es hier einheitlich und ja, das probieren wir jetzt aus. Erstmal mache ich hier mein... Erstmal abheben. Erstmal die obersten 5. Einmal ein schönes Smiley. Ich lege einfach mal eine glatte Linie. Eine schöne Line. Du bist online. Ja. Okay, und jetzt heben wir ab. 4. 4. Auf 0. Ein neues. Genug. Tja, genug. Darfst du entscheiden, wer anfängt? Ich? Ja, du darfst entscheiden, ja. Ja, ich fange an. Ach so, gut. Round 1. Fight! Sag mal, was hast du denn auf der Hand? Das wüsstest du gerne, ne? Ich würde mal sagen, 6 Karten, ne? Das werde ich irgendwann mal sehen, ja. Och, das... Ey, ich fühle mich verarscht! Ich würde mal sagen, du gibst den Zuschauern meinen Blick in die Kamera, was du hast. Nein, das ist ja langweilig. Ja, da, seht das mal. Das ist Arsch! So kann man aber gut was mit anfangen. Ja. Ich hab auch nichts Großartiges jetzt. Ja gut, dann fangen wir mal an. Was denkst du? Ja? Ja, was? Ich gebe keine Tipps. Das ist mein Deck, aber ich gebe keine gut. Tipps. Gut, dann spiele ich einmal Verstärkung für die Armee. Ich suche mir was Schönes aus dem Deck raus. Verstärkung für die Armee. Palim, palim. Schnauze. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Okay, die muss ich ja nicht zeigen. Nein. Gut. Meines Wissens nach nicht. Wenn ich mich täuschen sollte, schotet es in die Kommentare. Es müsste rein theoretisch auch auf der Karte stehen. Nein. Nee, steht's nie. D und. Ich geb dir mal einen Tipp, nächste. Nein. Mal. Effekt durch. Nein, hör auf mit Tipps geben. Echt? Das ist kein Tipp, das ist ein Hinweis. Ich geb dir mal einen Tipp. Halt, stopp! Beweg mal bitte. Das heißt, bewegt nicht schlagen! Nicht wegschmeißen! Du hast es kaputt gemacht! Nein, hab ich nicht. Oh, stimmt. Das sind 3 Karten. Oh, ja, dann 1, 2, 3. Und ich spiele den Ritter und wusste aus mit. Das müsste diese Karte sein. Ja. Mit einem Fusionsschwert, Salami. Jetzt hör auf! Das musste sein, tut mir leid. Und, ja, ich bin fertig. Dann müsste der Black Knight jetzt 2,8 haben. Wie viel gibt die Nummer dazu? 800. 800 sie selbst und die Nummer 800, das... Nein, 400 er selbst. Nein, 800, oder? Ja, 400. Ja, 400. Das ist ja 2,8. Läuft. Nicht mehr lange. Dann hat der Soundeffekt ja doch gepasst. Ach, das habe ich zu spät. Okay, das bringt natürlich nichts. Bin ich dran?
Ja. Also Skylights Gesichtsausdruck nach der Folge läuft es nicht viel besser als im letzten Duell. Es ist zum Heulen. Erstmal machen wir Dritte hier, dann noch Dritte hier, die beiden. Die Spielmarken liegen da hinten. Da wo nein Pinguin liegt. Also da oben auf der Anlage. Da auf der Anlage. Auf der Anlage. Ja. Unter nein Pinguin und alles. Jetzt einmal drehen. So. Katze guckt auch mit zu. Ja, das war's. Diese Katze analysiert das Duell. Boah, dann bin ich dran? Mhm. Oh. Ich spiele DD-Kriegerin. Mhm. Und ja, sagen wir nur Risk noch an, ich greife mit der an. Ja, aufdecken muss er doch trotzdem, oder? Spiegelkraft, ne? Nein. Spiegelkraft! Ja, alle Monster im Angriffsmodus oder alle Monster generell? Nee, alle Monster. Im Angriffsmodus. Im Angriffsmodus, die dann Gegner kontrolliert werden. Kann ich da noch was gegenwirken? Wenn es annulliert, wenn es der Strafe steht, annulliert, nicht. Dann nein. Ja. Aber sonst nicht. Nein, kannst du nicht. Hilft nicht. Die hilft auch nicht. Ja, dann habe ich. Arschkarte. Zwei Monster verloren. Zwei Monster. Dann aktiviere ich noch die. Noch bin ich dran, oder? Ja. Ja, ich kann aber immer noch was aktivieren. Ich glaube dann also auf diese Karte. Was? Kommt drauf an, was es ist. Nein, den kannst du nicht. Also. Die ist zerstört. Ja. Ich wollte nur was gucken. Jetzt darf ich eine. Ich bin nur noch dran. Ja, aber er darf durch Staubtornado trotzdem noch eine Karte setzen aus seiner Hand. No. Hier aber nicht aktivieren darf in diesem Zug. Mm. Ja, Leben nach Heimkehren der Krieger. Bleibt ja nicht viel übrig. Ich hole mir die zurück. Mhm. Und du bist dran. Achso, kann ich an dem Zug nicht aktivieren. Jetzt darf ich es aber aktivieren, oder? Ja. Mhm. Zum einen aktiviere ich Luftbetankung. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Mecha Phantom Ungeheuer Spielmarke Typ Maschine Stufe 3, also Typ Maschine Wind Stufe 3, ATK 0, Defense 0, als Spezialbeschwörung beschwören. Während der Endphase jedes Spielers biete eine Spielmarke oder Mecha Phantom Monster als Tribut an oder lege diese Karte auf den Friedhof. Ergo, ich darf jetzt ein Monster Spezial beschwören. Dann aktiviere ich noch das Monster Mecha Phantom Ungeheuer Leinenwolf. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, wähle ein Mecha Phantom, beschwöre ein Mecha Phantom Ungeheuer Stufe 3, bla, als Spezialbeschwörung. Die Stufe dieser Karte wird um die gemeinsame Stufe aller Mecha Phantom Spielmarken erhöht, die du kontrollierst. Solange du eine Spielmarke kontrollierst, kann diese Karte weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Während der Damage Step eines beliebigen Spielers, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, kannst du einmal pro Kampf eine Spielmarke als Tribut anbieten. Diese Karte erhält bis zur Endphase 5 ATK. Dadurch, dass er jetzt natürlich normal beschworen wurde, ne, beschwöre ich noch eine Spielmarke. Darf ich die Spielmarken eigentlich zum Opfern benutzen, oder? Nein. Aber wir sind groß. Ja, gut, wir sind groß. Wenn nicht drauf, auf den Karteneffekt, doch, wenn auf den Karteneffekt selber nicht steht, dass die Dinger nicht geopfert werden dürfen. Okay. Dann darf ich sie also. Wie bei Sündenböcke, die kannst du nicht opfern. Hm. Opferlamm. Das muss ich mal kurz rechnen. Ja. Ach nee. 2, 6. Aber nicht für Tribut, aber die schon. 6. Okay. Keine Ahnung, ich habe ein, zwei Mal gegen Mecha Phantom Ungeheuer gespielt, aber das ist schon 2-3 Jahre her. Oh, das kann funktionieren, okay. Cool. Mhm. Dann müsste ich den entgehen. Oder ich könnte mit den
Das da komme ich mal nicht hoch. Ne? Die haben ja jeweils nur eins und die werden ja nicht erhöht, die Sterne. Von Micha Phantom und Spielmarken. Das heißt, ich käme da dann. Hä? Ah, scheiße, komme ich nicht weit. Habe ich noch irgendwas, um Micha Phantoms zu prüfen? Oder? Ich flippe Micha Phantom und euer Trell-Buran. Falls diese Karte für die Synchro eines Monsters von Typ Maschine auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre ein Micha Phantom-Spielmarke Typ Wind, Stufe 3, bla bla bla. Als Spezialbeschwörung. Zusätzlich kannst du für den restlichen Spielzug andere Monster als Spezialbeschwörung außer Windmonster, solange du ein. Was? Spezialbeschwörung. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzugs keine anderen Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Windmonster. Jetzt haben wir es. Solange du eine Spielmarke kontrollierst, kann diese Karte weder durch Kampf oder die Stufe erhöht sich um jedes. Von welcher Phantom, Ungeheuer. Ne, warte mal. Scheiße. Das ist doof. Das zerstört mir jetzt den ganzen Plan. Juhu, ich hab noch eine Chance. Fuck, der erhöht sich gar nicht. Ist das, ich kann das Ding angreifen. Bekommst du nicht noch eine Spielmarke? Anbieten, erhöhe die Stufe. Karte 1. Das Tribut anbieten. Ich kann den zwar um 1 erhöhen, aber ich habe keine anderen Mecher von. Also das ist scheiße. Bekommst du nicht zum Anfang des Zuges noch eine Spielmarke? Obwohl, ich kann die ja eigentlich auch dazu opfern. Nee, wenn ich die opfer, kann ich die. Die habe ich ja. Nee, die habe ich ja in meinem Zug aktiviert. Mhm. Also das war ja die hier. Die konnte ja in seinem Zug ja noch nicht aktivieren. Deswegen habe ich jetzt die hier. Aber die beiden ergeben ja auch 1 und dann komme ich auf den gleichen, also funktioniert es trotzdem. Synchro. Die beiden Spielmarken mit jeweils 1 Stern. Er hat ja 3 Sterne und er hat 5 Sterne. Ja, 6 Sterne. Die Mecha Phantom-Ungeheuer haben alle 3 Sterne Spielmarken. Ja, der erhöht sich ja nicht. Also die, nee, die haben jeweils 1 Stern. Nein, 3. Fuck, Alter! Das funktioniert da vorne und hinten nicht. Das ist doof, jetzt habe ich mich selbst verkackt, Alter. Ja, ich, wie gesagt, ich spiele das Deck noch nicht so oft, aber das habe ich natürlich jetzt verkackt. Hättest du am Ende des Zuges nicht sowieso was? Ach ne, stopp, der Zug läuft ja immer noch. Ja. Ich kann ja. Stufe 3, ich glaube, die hätten erstmal nur 1, aber dann ist er ja schon bei 9. Der ist ja weit bei 9, das ist ja 7, der 10. Ist ja 10. Der hat dann. Ach du Kacke. Der ist eine 11. Also funktioniert rein gar nichts. Ach, Kacke. Das ist jetzt doof gelaufen. Ja. Du kannst aber immer noch angreifen. Es ist doof gelaufen. Die Karte habe ich auch eben gerade erst gelegt. Scheiße. Ja, ich muss noch ein bisschen reinkommen. Das heißt, ich greife an, einfach mal. Mit Micha Phantom und Geheuer Leinenwolf. Ach, danke. 1-7 direkt. Warte mal. Mhm. Das würde gehen. Ja, machen wir das so. Jetzt. Dann mein Trellbogram mit 300 auf dich. Okay. So, jetzt ist ein Spielzug. Du hast noch 300? Ja, bitte ja. Mal bewegen. Mein Spielzug ist beendet. So. Dann muss ich entscheiden, ob ich jetzt ein Monster oder entweder ein Spielmarken-Mecher Phantom oder halt ein Mecher Phantom-Ungeheuer opfer. Oder die Karte. Nee, wenn du ein Monster hast, muss er das Monster opfern. Ich glaube, ich kann das. Echt? Das ist nicht offen, das ist optional. Ich kann sagen, nö, ich mache nicht mehr, dann muss ich es nicht. Wenn ich jetzt eine Spielmarke opfere, dann ist er um 3 weniger, hat er 7 und er gibt 8. Bei den neueren Karten steht, dieses ist nicht optional. Zum Beispiel 3. Rote Abschirmung. Ich doof, die haben ja 3, ne? Ja. Das habe ich dir gerade gesagt. Da komme ich ja auf 7. Die haben immer 3. Aber du kannst Windmonster speziell schon, denk dran. Ja. Dann habe ich ja 3. Warte mal, das funktioniert sogar noch. Ich muss nur andersrum denken. 3, 6, 7, dann mache ich trotzdem noch eine Synchro.
Die Spielmarken kommen weg. Dadurch, dass er als Synchro verwendet wurde, kriege ich noch eine Spielmarke. Und rufe Mecha Phantomungeheuer Konkoruda. Ein Empfänger oder ein Nicht-Empfänger Spielmarken, die du kontrollierst, können weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Falls diese Karte, die du kontrollierst, durch eine Karte deines Gegners entweder durch Kampf oder durch einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst alle Spielmarken, die du kontrollierst, als Tribut anbieten und dann einen Mecha-Phantom-Monster in Stufe 4 oder niedriger in deinem Friedhof wählen, beschwöre das Gebet zu einer Spezialbeschwörung. So, es erhöht sich also nichts, aber mein Zug habe ich ja beendet, also ich opfere keine. Zerstöre damit meine Luftbetankung. Okay, die kommen gleich mal kurz vorbei. Und beende jetzt endlich mal meinen Zug komplett. Jetzt bist du dran. Na dann. Tja, die geht Wie viele Angriff hat denn der Konkoruda? 2. Die wird zerstören? Ja. Klebefallgrube. So. Dann. Wie viel hat der ATK? 2. 2? Ich den Klingenmeister, Klingenritter, sorry. Und er hat 2000 ATK. Mhm. Und warte, angreifen kann ich trotzdem, oder? Die Spielmarken können nicht durch Kampf zerstört werden und alles. Aber ihn? Er kann nicht angegriffen, warte mal, wenn er angegriffen wird, kann ich eine Spielmarke opfern. Sure, damit er nicht zerstört wird. Wie gesagt, also, oder? Wie ist das hier? Du kannst einmal pro Spielzug eine Spielmarke als Tribut anbieten. Diese Karte erhält 800 ATK extra. Geht dir als Tribut an. Das heißt, du kriegst 800 Punkte Schaden. 2,5. Wieso 800? Er hat 2000. Das stimmt, das Ding ich ist jetzt schwächer. Ich hab 2,5, du verlierst 800 Lebenspunkte noch. Und dein Monster ist zerstört. Wieso 800? 2. Dann annullieren wir den Spaß doch mal. Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Wenn er dich angreift. Oh, na doch. Das sind aber 500 Punkte Schaden, ne, für ihn. Weil das Ding hat ja 2,5. Ja, genau. Und die geht flöten. Life Points verloren. Scheiß. Bin ich dran? Ja. Scheiße, nicht dran gedacht. Egal. Ach, dumme Kacke. Ach Gott, die können sich auch nicht entscheiden. Gut, jetzt weiß ich natürlich, dass er dort Dings hat, um sich selbst die Lebenspunkte zu erhöhen, aber bringt ja alles nichts. Michael Phantom, Attacke. Okay. Punkte, Schaden. 1,7. Und da ich weiß, dass du bei dem anderen deinen Feinkart aktivieren wirst, greife ich nicht an. Du bist dran. Du bist. Jetzt habe ich ja Glück. Ich rufe Mecha Phantomungeheuer Schwarzfalke. Auch wieder zur Erklärung, wenn diese Karte einen Angriff deklariert, beschwöre ein Mecha Phantomungeheuer Spielmarke Stufe 3, oder? Als Spezialbeschwörung, die Stufe dieser Karte wird um die gemeinsame Stufe einer Mecha Phantom erhöht. Die du kontrollierst. Solange du eine Spielmarke kontrollierst, kann diese Karte weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Einmal pro Spielzug während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, du kannst eine Spielmarke anbieten und dann ein Monster zu wählen, das dein Gegner kontrolliert. Ändere das gewählte Ziel in diese Verteidigungsposition. Ergo, ich greife jetzt mit meinem Mecha Phantom und euer Schwarzfalke an. Ich erhöhe meine Lebenspunkte. Gut, wie viel? Angriff 1-2. Dadurch, dass er angegriffen hat, berufe ich eine Spielmarke. Greife dann mit 1,7 direkt an. Okay. Und mit 2000. Also 3700. Mhm. Also so schlecht läuft es nicht mit dem Deck. Man muss halt nur echt aufpassen, welche Effekte man aktiviert und welche man gerade zur Verfügung hat. Wobei wann sich wie welche Effekte aktivieren. Ich hätte lieber mein Deck jetzt da. Okay, das war es jetzt erstmal von mir und ich übergebe mich. So, ich spiele Plündernden Hauptmann und spiele einen zweiten Plündernden Hauptmann. Gut. Das heißt, du kannst weder den einen noch den anderen angreifen. Oder wenn und er mich angreift, du bist dran. Wenn mein Attack höher ist. Ja, was nicht passieren wird. Ich habe Glück gehabt. Das ist schön. Ist nur, wenn er im Angriffsmodus ist, oder was? Nein, generell. Du kannst keinen anderen Krieger außer Plündernden Hauptmann angreifen. Da er aber zwei hat, schützen sie sich gegenseitig. Sowas nennt man Glück im Ziehen.
Das war das Herz der Karten. Ihr habt es gesehen, es existiert. Manchmal. Auf Turnieren habe ich leider nie so ein Glück. Okay, ja. Magst du noch was tun? Mein Schwarzweige war ja kein Synchro-Monster irgendwas. Ja, 3, das heißt 7. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist gut. Das funktioniert. Wie viel hat die Karte denn? 0. Das ist natürlich noch besser. ich weiß, welches ihr euch gerade anguckt. Das wird wahrscheinlich wieder nachteilig für mich. Nö. Das ist ja geil. Das funktioniert sogar noch im Deck. Synchronisiere die beiden. Überlasse jedes weitere Monster, was ich rufe. Er kann ja nur den Plünder und den Hauptmann angreifen. Solange es ein Krieger ist. Ja. Ich rufe Nummer 42 Galaxy Tomahawk. In Verteidigungsposition, 3000 Verteidigung. Einmal pro Spielzug, du kannst zwei Exit-Material von dieser Karte abhängen. Beschwöre so viele Kampfadler-Spielmarken. Typ Maschine, Windstufe 6. ATK 2000 Defense 0 als Spezialbeschwörung wie möglich, aber zerstöre sie während der Endphase dieses Spielzuges. Zusätzlich erhält dein Gegner in diesem Spielzug keinen weiteren Kampfschaden. Wollt ihr mir das machen? Ich werde alles. Aber ich aktiviere noch Stray Lamps. Das heißt, ich bekomme noch zwei weitere Spielmarken. Bist du eigentlich mitten im Raum stehen? Auf Spielfeld. Und bin jetzt noch mal so ein bisschen safer. Ich glaube, du hast da gerade einen Opala. Ja, was glaube ich gerade? Gib mir mal Opferlämmer. Die Opferlämmer. Was denn? Das ist die Stray Lamps, die Englische. Tja, wenn du denn noch was beschwören könntest. Das heißt, voll. Nein. Das Problem ist nur, er hat gerade was gerufen. Das heißt, er kann Opferlamm nicht benutzen. Das war eine Spezialbeschwörung. Ja, das ist egal, wenn. Ist egal bei Opferlamm. Opferlamm kannst du nicht aktivieren, wenn du vorher was gerufen hast. Und nachdem du Opferlamm benutzt hast, kannst du auch nichts mehr beschwören. Okay, das ist wie mit den Sündenböcken. Ja. Das muss ich doch zwischen den beiden, gab es eine Parallele. Nein, Sündenböcke kannst du selber nicht opfern. Okay, bei Opferlamm kannst du nichts mehr rufen. Du kannst auch, wenn du Sündenböcke aktiviert hast, nichts mehr als Spezialbeschwörung oder Normalbeschwörung. Doch. Ja, das ist jetzt egal. Oh Gott, ist jetzt scheißegal. Ja, ist gut. Wende mein Zug. Okay. Das hebt man auf. Du bist. Knick die Karte. Nichts. Ist doch gar nichts gekriegt. Soll ich mal knicken? Nein! Durchbrechen. Nur die Karten! Glaub mir, wenn du wüsstest, was ich für Karten habe, in welchem Zustand die sind, ich glaube, du würdest meinen Kopf abreißen. Ich habe selber teilweise Karten, die in dieser rabelsten Zustand sind. Halt von früher, als mir das noch egal war, als ich ohne Hilfe gespielt habe. Übrigens noch X-Säbelkarten von dir. Stimmt. Oh, das ist natürlich. Stimmt, du hattest die. Ja. Ist, glaube ich, ein Orbellum drin. Ja, da ist noch so einiges drin. Ich habe mir jetzt auch mal das Trivia zu den X-Säbeln nicht gelesen. Ich aktiviere das den Effekt. Steht einfach nur für 10. Es gibt doch genau 10 X-Säbel. Ich schmeiße mal ein Maschinenmonster genau ab. 20. Rufe dafür meinen Weltraumkreuzer. Seit wann kann man offen. Das ist eine Spezialbeschwörung. Ach so. Und rufst ihn in den Verteidigungsmodus. Das hat jetzt einen kleinen Hintergrund. Ich warte darauf, dass der hier irgendwann zerstört wird. Dann kann ich etwas ganz Special-mäßiges machen. Und dann hast du schon verloren. Bitte nochmal schütteln. Ja. Ich beende meinen Zug. Nee. Und du bist. Ja, genau so siehst du aus. München. Wenn alles nach Plan läuft, habe ich seine Plünder Hauptmänner gleich erledigt. So. Ich rufe ausgebildeter keltischer Krieger. Wächter. Wächterkrieger, mir noch Latte. Ist ein Krieger. Also bitte. Ja. Und beende meinen Zug. Oder wie Yui sagen würde, ausgebildeter Elfenschwertkämpfer. Ich bin am Zug. Ich ziehe eine Karte. Ich rufe
Ja, rufe ich den noch nicht. Dann knall ich mir natürlich mein ganzes Spielfeld natürlich irgendwann mal voll, ne? Was für Wert hat deine komische Spielmarke? 0-0. Ah. Was für so ein hohes Level ist das Ding aber nicht so wirklich. Nee, nee. Das ist einfach nur. Darf ich mir mal den Effekt durchlesen? Ja. Du kannst dann laut vorlesen. Ach, ich lese ihn lieber für mich so. Das kann man nicht. Nee, laut vorlesen, das kann jeder. Ich will mir mein Spielfeld nicht total zuknallen. Tja, musst du wissen, was du tust. Ist ja dein Deck. Ich mein Deck da, dann würde wahrscheinlich die Hälfte schon längst nicht mehr liegen. Oder dein Deck wäre im Arsch. Der Plan war, den Aufschlag, Hammerschuss, Schmerzen teilen. Funktioniert bei den meisten nicht, wenn das Spiel macht. Die beiden Sekte dazu, einer weniger. Schmerzen teilen? Wenn er nur ein Monster. Bio Falk im Angriffsmodus. Hm. Damit beende ich meinen Zug. Ich kann ja nicht angreifen. Tja. Das riskiere ich noch nicht. Bringt doch nichts bei Maschinen. Ah, ich glaube, ich mache erstmal das. Ich opfere den und spiele ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Und du bist dran. Es sieht aus, als würde das ein spannendes Duell. Oder ein langes. Das ist jetzt schon erst die beiden. Es ist vorbei. Duelle zusammen. Ja. Es ist vorbei. Aha, warum? Was du tun? Spalt. Tja, du hast zwei Pläne der Hauptmänner offen, das heißt, einer davon geht ins Flöten. Das ist ja auch so ein Märchen. Tolle Nummer. Scheiße. Mist. Dann ist der weg. Hätte ich den Dings mal draußen, obwohl er hätte auch nichts gebracht. Auch einfach nur, weil ich es kann. Weltraumkreuzer in den Angriffsmodus. Ich glaube, ich bin im Arsch. Ich hätte es eventuell doch machen sollen. Wie mache ich das jetzt? Das wird aber problematisch, wenn ich die aktiviere, ne? Nichts passiert. Die Karte ist nun dreimal durch die Gegend geflogen. Nee, das bringt mir jetzt leider nicht viel. Okay. Danke. Du greifst an und ich bin wahrscheinlich kaputt. Nee, ich weiß ja nicht, was du da verdeckt liegen hast. Deswegen, Biofalke Attacke auf deinen plündernden Hauptmann. Mit wie viel? 1,7. Okay, ich verliere 500. Micha Phantom, Attacke auf dein verdecktes Monster. Mit wie viel? 2. Da verlierst du 1000. Gut. Ja. Ich bin noch nicht am Arsch. Verliere ich nochmal 1000? Super. Okay, das haben wir erledigt. Du bist. Nee. Ich habe es mit das längste Duell bis jetzt. Obwohl, ich spiele es einfach erstmal. Du. Das Gegner ist scheiße. Sonst hätte ich jetzt den Effekt aktivieren können. Wieso? Was willst du machen? Ich habe eine miese Idee, Alter. Tja. Aber die funktioniert jetzt auf Anhieb nicht. Ich muss auf eine Karte von dir warten. Das ist das Problem. Warte mal, muss ich gar nicht. Welche waren das jetzt von den Effekten? Scheiße. Hatte ich nicht eben gerade einen, wo ich den. Die. Scheiße. Hätte ich nicht die Möglichkeit, mit irgendeinem Effekt das Monster zu switchen? Vielleicht hast du die auch schon raus auf dem Friedhof. Oder überlagert. Oh, das ist, ja, stimmt, hier ist schwarz. Du hast recht, ich habe mich überlagert. Ja, ich hatte sowas jetzt in Erinnerung gehabt. Das ist natürlich jetzt doof. Dumm gelaufen. Okay, sie kommt heute nicht mehr. Kommt doch nicht. Nein.
Vicky will selber nicht mehr fahren, weil sie das Schiff von ihrem Vater hat. Ja. Sie ist komplett übermüdet und kriegt nicht mehr auf die Reihe. Und ihr Vater selber fährt auch nicht mehr. Aber ich rate mir, haben fast die komplette Nacht durchgemacht. Du weißt, wann wir gestern wieder hier waren und die sind dann noch nach Twister gefahren. Twister? Ja, Ricky wohnt in Twister. Ach so. Ja, Scheiße! Die waren gestern erst gegen 3 Uhr zu Gut, Hause, ich beende meinen Zug. Fahren mussten. Oh. Du bist. Na dann. Das hilft weil wir wieder mal kurz vor Twister die Straße gesperrt haben, weil da zwei ineinander gekriegt sind. Was ist das? Was? 2000? Ineinander gekracht sind und sie mussten einmal außen rumfahren. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja. Die waren gestern erst um 3 Uhr zu Hause und mussten heute los um 5. Um 8. Nach Gießen. Ja, wollen wir mal die Blumen gießen in Gießen. So, ich spiele Blauer Flammenschwertkämpfer und rüste aus mit göttliches Schwert Phönixklinge. Und jetzt beende das Duell. Das wird sogar als Zuschauer das echt anstrengend. Wenn ich wage, der nicht gewinnt, ich greife an auf deinen Fieder. Deinen komischen Weltraumkreuzer. Effekt von Biofalke. Wenn ein Monster von Typ Maschine, das du kontrollierst, durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, sondern diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du deiner Hand ein Monster von Typ Maschine mit 1000 oder weniger ATK hinzufügen. Vom Friedhof oder vom Deck? Vom Friedhof. Von deinem Deck hinzufügen. Wisst ihr? Du das aufpasst. Wie viel hast du jetzt verloren? Wie viele Punkte hat das Ding? 900. 1-2 hat er verloren. Jo. Ja. Wenigstens manchmal noch Schaden. Achso, andere Seite. Wie viel hat denn der jetzt überhaupt insgesamt? 2-1. Kuro, zeig mal den Zwischenstand. Wow. Hier, haben wir einmal für euch noch den Zwischenstand? Ja. Das ist so unspektakulär. Okay. Ich habe eine mega so geile Idee. Ich habe eine mega coole Idee, wie ich ihn plätten kann. Aber dann mach. Es ist ja das Problem. Ich kann es noch nicht. Ja, dann pass auf, dass ich dich nicht plätte. Das wird nicht passieren. Nein. Ach Gott, das Duell geht nahe aus wegen Deck aus. Wenn auch was. Bis dann ist noch. Bis wenn ich jetzt mal raus ist, du bist du noch dran. Nee, du bist dran. Kann ich mal kurz haben? Mal dir deine Text selber. Ja, hast du wieder. Du bist dran. Ob ich das Ding einfach mal ein bisschen frisiere? Friseur hat jetzt zu. Ja, nein, es ist kurz vor 10 mittlerweile. Ja, Zwischenstand, wir haben es jetzt 21:09 Uhr. Okay, kurz vor 10 nicht, aber kurz nach 9. Mhm. Weil wir haben bedenkt, wir wollten eigentlich heute Nachmittag schon gemacht haben. Ja gut, ich greife den an. Passiert nichts. Ey, Chico, passiert nichts. Ja, du bist dran. Sky rein, guck dir Chico an. Ah, das ist echt ermüdend als Zuschauer. Mhm. Nicht nur für die Zuschauer. So, da ich jetzt nichts gerufen habe, Skylamps. Fick dich! Ernsthaft? Ihr Fick. Du bist. Oh, machen wir doch das. Der lebendig heimkehrende Krieger. Ernsthaft? Ja, es muss ein bisschen Witz in das Duell, so lustlos, wie das da gerade rüberkommt. Wir sind halt hoch angestrengt. Ich nehme DD-Kriegerin. Oh, er spielt taktisch. Jetzt bin ich gespannt. So, ich habe noch kein Monster gerufen. Spiele DD-Kriegerin und greif mit DD-Kriegerin deine Exis an und das wird aus dem Spiel entfernt. Den Kampfschaden kriegst du trotzdem. Nein. Ist null. Die beiden werden aus dem Spiel entfernt, noch bevor Kampfschaden. Nicht bei der Kriegerin.
Weil der Krieger wird nach der Chance brechen. Ja, er hat aber 1000 Def. Und ja, 3000. Der hat 3000 Def. Ich hab 3000. 3000 Def? Ja, er hat 3000. Das heißt, du verlierst 2000. Nee, 1,5. Nein, 1,5. Ach, mach einfach 2. Oh, gut. Jum. Damit ist er bald K.O. Mit 1000 Tassen haben wir viel. DD-Angreifer, stimmt. Nee, beim Doch, Krieger. Beim Krieger. DD-Angreifer ist das. Nee, beim Krieger. Beim Angreifer ist auch ein Nachschadensberechnung. Oh. Der Angreifer und dann der Krieger, beide entfernen vor der Schadensberechnung. Ist ja auch egal. Ja. So, dann. Die Krieger entfernt danach. Greifer ich. Und die Krieger ist eh cool als die beiden. Mit meinem blauen Schwamm. Schwamm. Schwertkämpfer. Ja. Flammenschwertkämpfer, deine Sokwan. Darf ich entscheiden? Entweder opfert er eine Spielmarke. Oder darf ich das mit dem überhaupt? Oder ich bin platt, hä? Nee, nicht durch Kampf, aber ich kann nicht zerstört werden. Ich bringe mal ein bisschen Stimmung in das Spiel rein. Wenigstens ein bisschen. Gut, ich kann, dadurch ist er nicht gerettet. Der hier verliert, wird zerstört. Ich zerstöre alle. Alle Spielmarken, die ich kontrolliere, als Tribut. Um einen Mächer von Turmungal der Stufe 4 oder niedriger von einem Friedhof zu spielen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Alter. Oh Mann. Das Duell ist fast vorbei, Leute. Ich sehe schon das Ende. Ich rufe meinen Mecha-Phantom-Ungeheuer Leinwolf. Was konnte das nochmal? Soweit jetzt erstmal nichts mehr. Weil er jetzt speziell schon gesprungen hat und ich jetzt normal gesprungen. Ha. Das ist gut. Ja. Bin ich dran? Ich gerade eher. Zu witzig. Weißt du, was ich dazu sage? Sündenböcke. Du hast gerade Monster spezial beschworen. In seinem Zug. Ja. So, stimmt. Oh, ja, okay. Das nimmt kein Ende. Nee, leider nicht. Aber irgendwann wird auch die weg. Du bist. Ja, oh Mann. Alter. Ich muss mal gerade was nachgucken. Mhm. Ja. Ob das lohnt? Nein. Sicher. Bei mehr jetzt verlieren kann er nicht mehr. So, ich packe da noch eine Karte hin. Und ich würde sagen, ich greife einen deiner Sündenböcke an. Welchen ist mir egal? Den in der Mitte links. Diese scheiß Blume? Ja, die ist nicht hässlich. Genauso wie du, aber da sagt auch keiner was. Die Blume ist viel hässlicher als ich. Nicht? Ja, leider. Wenn jetzt alles gut für mich läuft, hast du verloren. Wenn? Ich biete eine Spielmarke, um deine ATK um 800 zu erhöhen. Das ist jetzt, um das Spiel zu beenden. Es wird jetzt einer verlieren. Aktiviere die Fallenkarte Überschall, Knall. Deine ATK verdoppeln sich jetzt. Aktiviere begrenzt Entferner. Deine ATK verdoppeln sich again, oder kriegt dann plus 1000? Nein, doppelt. Again. Das heißt, 1,7 plus 1,7 sind 2, sind 1,7, 1,7. 3,4. 3,4, plus 3,4 oder plus 1,7? Plus 3,4. Plus 3,4. Das, was er jetzt hat durch Überschallknall, wird nochmal verdoppelt. Das heißt, 6,8 ATK. Und greife dich an. Warte. Er muss erstmal was lesen. Das ist, Duell ist jetzt beendet. Egal wie rum. Es sei denn, er hat. Ach stimmt, durch Überschallknall kriegst du ja den Schaden. Nee, ich krieg keinen Schaden. Da werden nur alle Monster
von Maschine zerstört. Ja, genauso wie durch begrenzte Entferner. Ja, aber wir sind ja keine Maschinen. Ja. Ich muss nur was nachgucken, ob ich... Nein, hast du nicht. Dann ist vorbei. Weil so hätte ich eventuell noch was machen können. Wie viele Punkte Schaden kriegt er? Ich habe 6, 8. Du kriegst sowieso mehr wie 1000 Punkte Schaden. Ja, ich will es nur genau haben. Wie viel Angriff hat das Ding? 2-1. 2-1. 6, 8 minus 2. Hätte ich jetzt noch einen gehabt, dann hättest du die Arschkarte gehabt. Weil dann hätte ich den nämlich, sobald er auf dem Friedhof liegt, ja, der andere, ja, den Schaden hast du trotzdem gekriegt. Nee, steht nicht drin. Du kriegst den Kampfschaden trotzdem. Ja. Es kann es klammern. Ja, du hast gewonnen, Skyline. Ja. Oh. Bam! Noch den dritten Platz geholt, Leute. Gott sei Dank vorbei. Nach einem sehr anstrengenden Duell. Ey, ich fand's jetzt aber echt cool, ja. Das ist nicht so schnell zu Ende war jetzt auch. Cool, das nächste habe ich dann auch schon mal fertig gemacht. Alles klar. Super, dann habe ich jetzt den dritten Platz geholt. Und es geht in der nächsten Folge um den zweiten und ersten Platz. Kuro, herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz. Ihr seid alle scheiße. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich bin gespannt. Welcher Phantom und Geuerdeck, da werde ich, wenn es fertig ist, nochmal ein Review machen. Sicherheit ist was für zahnlose Haie. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schon alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns auch irgendwann mal online. Tschüss. Ja,